Ich weiß jetzt gar nicht, wie groß die Anlagen immer waren. Boah, das weiß ich jetzt echt nicht mehr. Ach du Scheiße. Labyrinth. Okay. Aber ich feiere auf jeden Fall das Dungeon-Design in Nerim. Die sind auch nicht so langweilig. Das muss man leider echt sagen. In Oblivion waren die Dungeons echt ohne Mods auf Dauer echt langweilig. Weil die meistens immer alle gleich aufgebaut waren. Okay. Ja gut, die Karte sagt auch nicht gerade viel. Ich laufe erstmal so drauf los. Ist eigentlich nie eine gute Idee, wenn man in einem Labyrinth rumläuft, aber es ist nur ein Spiel. Wir werden ja schon irgendwie hier durchfinden. Gehen wir hier lang. Ich bleib trotzdem beim Schleichen. Ich weiß nicht, was für. Oder falls hier überhaupt irgendwelche Viecher rumlaufen. Siehste, wir haben es doch geschafft. Oh, ein Thorium-Nugget. Geil, danke. Hier, sonderbare Statue. Eileiden-Statue lässt ihn grüßen, ne? So, ich konnte das erste Artefakt bergen. Fehlen noch zwei. Okay, waren keine Gegner drin. Ne? Was zum Geier ist jetzt hier wieder? Wie kann mich jemand von hier oben gesehen haben? Das geht doch gar nicht. Klar, der Fuchs hat natürlich voll die super Fuchsaugen, ne? Jetzt mal eine Eispranke. Da ist nicht nur eine Schlammkrabbe. Mit Wasserfäule. Krankhafte Anziehungskraft verdient. Okay, gucken gleich mal kurz, was für ein Erfolg das ist. Für das Zuziehen von 10 Krankheiten, dafür gibt es einen Erfolg. Ja, geil.
Richtiges Erfolgserlebnis. Zehnmal krank geworden. Ja, es zieht uns dieser Zaubertief hier ein bisschen mehr Lebensenergie. Aber wir können es auch gleich wieder heilen. Ah, da oben ist, da oben waren wir ja gerade. Am besten, mich interessiert jetzt doch, was da vorne ist. Ich wollte eigentlich die Quest jetzt machen. Und wenn wir jetzt gefühlt 10 Jahre brauchen, müsste das Spiel durchhaben. Mich interessiert einfach alles hier. Ich will am liebsten überall hingehen. So, was haben wir hier? Ist irgendwie. Ich gehe mal davon aus, da ganz oben. Oder gehen wir mal den Weg da hoch. Nehmen wir die ganzen Pilze hier mit. Gehen wir erstmal hier hoch. Oh, wieder. Ich glaube, da ist nämlich irgendeine Höhle. Leuchtfeuer. Ach, sieht aus wie ein Leuchtturm. Na komm. Tomaten. Na gut, das nehme ich erstmal nicht alles mit, aber die Pilze am Wegesrand nehme ich gerne mit. Was sieht ja schick aus hier? Das ist eine Eispranke. Holz. Entdeckt Leuchtfeuer. Okay. Müsste auf jeden Fall jemand leben, weil da vorne ist ja Gemüsesträucher etc. Das heißt, müsste ja eigentlich jemand leben. Fragst natürlich, ob der auch freundlich ist. So, erstmal direkt beklauen, ne? Oh, Eisenbahn. Schön. Ah, da schläft jemand. Das Dunkel zwischen den Bäumen. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal, oder?
Eine Legende aus dem Faltrindtal. Boah, 20 Seiten. Wenn ich das vorlesen würde, ich weiß nicht, bräuchte ich bestimmt 20 Minuten, wenn nicht so knapp halbe Stunde. Okay, war vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber, ne? Hier nahen die der Leuchtturmwärter. Ich will keinen Ärger. Ach so, ja, okay. Ölfässer. Steinziegel. Bier. Ja, okay. Mit einem fantastischen Ausblick. Ah, da hinten ist Erotin. Er sieht einfach schick aus. Obwohl es gibt, ich weiß nicht, ob man das vielleicht erkennen kann, es gibt so einen gewissen Unschärfefilter, also so ein, so ein bisschen verwaschenen Filter. Das sieht so aus, als wäre es so ein bisschen verwaschen. Oder, ne? Aber sonst sieht es eigentlich voll schick aus, wenn ich mir es so angucke. Wir müssen nicht nochmal durch das ganze Haus laufen. Ja, mit dem, Unschärfefilter so ein bisschen. Vielleicht meine ich das ja auch nur, aber ich weiß es nicht. Es sieht auf Dauer manchmal so ein bisschen so aus, wenn man ein bisschen in die Ferne blickt. Da hört man die Wellen. Branden. Ist noch irgendwas? Ich glaube nicht. Gleich 6 Uhr morgens. So, dann gehen wir noch hier hoch. Das führt mich anscheinend auch zu irgendeiner Festung nach oben. Haben uns schon gesehen. Ah, das ist noch eine Eispranke, sehe ich. Amanfeste. Amanfeste, obere Klippenwacht.
Gut. Da habe ich mal zwei Banditen. Langschwert. Hier ist eine Sackgasse. Kanonen. Und Kanonenwall. Ah, haben wir eine Notiz und einen Schlüssel. Schlüssel der Festung Amman. Notiz. Dieser alte Festungswall, den wir hier bezogen haben, scheint der Rest der berühmten Festung Kardorf zu sein. Dort wurde im Passkrieg mit dem Südreich das Schlachtschiff Schwimmende Festung des Tempels aus Ostien versenkt, welches vom Tempel gesendet wurde, um eine Hafenblockade von Erutin zu errichten. Die Schwimmende Festung wurde an der Küste von einer Fregatte aus Erutin abgefangen und in die Bucht getrieben, wo sie unter dem Kanonenhagel des Festungswalls von Kardorf sank. Sie gilt bis heute als das größte Schlachtschiff auf ganz Nirim. Jetzt liegt sie unter unserer Feste. Man kann sie von der Schussplattform aus sehen. In anderen Worten, ein legendärer Residenzsitz für einen legendären Anführer. Falls mich jemand sucht, halte ich mich im hinteren Teil der Thronhalle auf. Den Schlüssel dazu sollten die Torwachen haben. Gezeichnet P. Okay. Wo geht's hier raus? Ah, da unten ist das Schiff. Hier ist dieser Kanonenwall. Ah, oh, schick. Das weiß man übrigens so im Real Life auch nicht so wirklich zu schätzen. Man sagt ja immer in so Videospielen und so, oh, schick, oh, sieht das toll aus und so. Aber in so, wenn man mal so im Real Life unterwegs ist und sich sowas so anschauen würde, würde man so stehen, oh, toll, ja. Das ist ja das immer. Weil so wie ich jetzt hier bin, oh, schön, schick und so. Also so reagiere ich gar nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel in Real Life sowas ähnliches hier hätte und so. Würde ich sagen, auch schöner Ausblick. Und das war's dann aber auch. Ne? Ach ja. Ah, nein, ich wollte eigentlich auf die... Ach, ich schätze mal, wir gehen wahrscheinlich jetzt hier runter, ne? Ist auch, als ob man noch runtergehen könnte, aber wir bleiben erstmal hier oben bei der Festung. Untere Klippenwacht. Wir haben hier sogar jetzt drei. Hat die mich schon wieder aus den Augen verloren? Billige Weine. Hm. Wo geht's hier raus? Noch so ein Kanonenwall. Ah ja. Hammel. Ein zerrissener Getreidesack.
Ah, ich glaube, den Pfeil krieg ich nicht mal hier raus, oder? Nee. Pulverfass, da ist bestimmt nichts drin. Da geht's gleich raus. Oder, beziehungsweise, wo komme ich da raus? Okay. Gehen wir mal kurz nochmal rein. Ach genau, dafür habe ich ja den Schlüssel. Warte, Goldstück will ich auch schon mitnehmen. Hallen von Amman, da geht's gleich ja weiter. Ist doch ein bisschen, ist ein bisschen manchmal dunkel in manchen Passagen. Und die leben aber ganz gut hier, ne? Wenn ich mir das so anschaue. Da fällt aber keinen Schlüssel. Mal kurz den Fackel hier anlange. Finde leichte Anhänge. Ausdauer verstärken 20 Punkte, 5 Punkte Feder. Ich muss mal kurz gucken, was trage ich nochmal für einen Anhänger. Okay, dann wechsle ich den mal hier. 20 Punkte mehr Ausdauer. Und mehr kann ich ein bisschen mehr tragen. Das sind jeweils immer nur hier Schleichen, Sicherheit und wäre jetzt ein Punkt. Das ist ja. Auch halbwegs in Ordnung. Was ist das denn hier? Ach, das sind Bücher. Warum haben denn die Bücher weggesperrt? Hier ist schon wieder so dunkel. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal als nächstes in diese Halle da vorne. Halle von Amman. Ein fliegender Pfeil.
Wow. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Brücke gleich einbricht. Na, oder auch nicht. Süßkuchenschüssel. Wie man da in den kleinen Sack einen Besen reinpasst, aber okay. Oh, gehst du in die Kreuzhalle? Mein Gott, das ist doch größer. Ich dachte, das wäre so ein kleiner Außenposten, so ein bisschen. Scheint doch größer hier. Moment, geh gleich sofort weiter. Da haben wir hier sogar Ratten. Ja, ich glaube, ich mach doch mal einmal kurz hier Informationszauber an. Okay, hier unten scheint nichts mehr zu sein. Okay, und hier komme ich auf die andere Seite nach unten hin. So, aber auch bei der Brücke. Also sehe ich wieder Ratten. Weil das Licht liegt einfach mal so in der Ecke rum. So, dann gehen wir jetzt mal hier in die Kreuzhalle, war das, glaube ich, ne? Ja, Kreuzhalle. Nee, hatte ich gar nicht mehr. Gehen wir jetzt mal auf den Bogenschützen. So. Und das ist ein. Oh cool, das ist noch ein Lehrbuch. Und da haben wir noch ein Nerem-Symbol, unser 40. Unser 40. Nerem-Symbol. Haben wir schon fast die Hälfte. Und dann geht's in die Thronhalle. Ah, hat mich gerade schon gesehen. Perseus. Der hat die Klamotten der dunklen Bruderschaft an.
Okay, Rüstung des Meisterdiebs. Gucken wir mal. Ja, das ist nochmal der Harnisch, der Blutmagie, den ich ja selbst habe. Und Nordisches Großschwert des Frosts. Großschwert? Das ist aber ein Einhänder, habe ich gesehen. Oh, ich glaube, ich bin jetzt komplett voll, ne? Ja. Ah, geht auch noch nicht. Ja, schon ganz nicht verbessert. So. Oh, die macht 30 Schaden, die Klinge. Ist sogar besser als unsere Finsterklinge. Ja, hat auch was. Erstmal machen wir die Klinge hier noch leer. Achso, jetzt habe ich gar nichts mehr, kann ich gar nicht durchgehen. Der Harnisch der Blutmagie ist bei der gleichen, den ich hier habe, ne? Naja, genau. Okay, da haben wir uns eigentlich hier umgeguckt, aber da war ja noch da vorne so ein Festungsausgang oder Eingang. So, es war ja da vorne hier zur Steilküste. Nein, ich muss da vorne lang. Na gut, zur Not können wir noch ein bisschen was überbrücken. Weil wir haben hier noch Federzauber, Federtränke, Schriftrollen etc. Nee. Aber das ist die andere Seite. Da oben. Ja, hier kam ich ja noch her. Genau, hier wollte ich hin. Ob wir oben noch was haben. Ich gehe mal noch ein bisschen nach oben. Ich glaube nicht. Ja, klar, als ob der mich von da unten gesehen hat. Siggi. Sag mal. Die haben alles irgendwie voll die großen Glubschaugen, als ob die mich von da unten gesehen hat. Klar. Naja, der Schöpfer wird eher dich strafen, nicht mich. Ah, da steht noch eine. Da oben. Wo sind wir eigentlich jetzt laut Karte? Ach, hier, wie ich gesagt habe, sind wir einmal quasi hier runtergelaufen. Da steht ja noch einer.
Noch ein Schattenwolf. Gut, dann sehe ich schon wieder einen Fuchs rumlaufen. Gut, dann machen wir kurz mal Folgendes. Dann machen wir kurz mal hier jetzt die Markierung hin. Und dann gehen wir jetzt erstmal zurück nach Erotin, würde ich sagen. Kurz mal ein paar Sachen verkaufen. So. Ah, nur gut knapp 4000 Erfahrungspunkte haben wir schon wieder das nächste Level ab. Ah, warum kommen wir es genau richtig? Wir haben 8 Uhr morgens. Wir kommen genau richtig. Elena? Nein, kein Interesse. Die Elena. So, da haben wir schon mal den Schmied. Ich gehe mal kurz zum Schmied. Die schärfsten. So. Aber ich weiß nicht, die Finsterklinge, soll ich die. Ich würde sagen, die behalte ich, die Finsterklinge. So, ein Harnisch kann ich verkaufen. Die behalte ich auch mal. Die Perle kann aber weg. Wolfsfälle können weg. So. Gehen wir gleich mal zu unserer Truhe. Beziehungsweise, ich will kurz was gucken. Wie viele Tage sind jetzt schon vergangen? 3 Tage, also 2 Tage. Das heißt, wir müssen noch bis, ja, bis zum 25. müssen wir im Game noch warten. Was ist der 24.? Ja, okay, das heißt, wir müssen nur noch einen Tag warten. Ich denke mal, wahrscheinlich vielleicht bei unserem nächsten Besuch in Erotin können wir, denke ich mal, unsere Belohnung abholen. Ach, egal. Also, legen wir mal die Finsterklinge ab. Das lege ich ab. Dann wieder unsere ganzen Alchemie-Zutaten.
So. Warte mal, ich habe es. Gut. Dann jetzt das alles ab. Das. Das. Feuer. Ja, die wiegen nichts. Die lasse ich mal dabei. Das Thorium-Nagel wollte ich nur ablegen. So, dann das Großschwert drauf, hat knapp 400 Benutzungen. Genau. Alles klar. Gut, dann will ich sagen, beende ich heute mal, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen früher die Aufnahme. An der Stelle. Beziehungsweise, also die reguläre Aufnahme, weil jetzt würde ich sagen, mache ich wieder ein paar Alchemietränke. Das heißt, für die Leute, die es jetzt nicht interessiert, die können jetzt schon abschalten. Aber ich will daraus ja sowieso wieder eine eigenständige Folge rausschneiden. Deswegen würde ich sagen, für die Leute, die es jetzt nicht interessiert, danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Aufnahme von Let's Play Nerim weiter. Ciao, Leute!